Wir sind in Runde 6 des Teplice Opens in der Tschechischen Republik und die letzten Videos haben sich ja schon um das Turnier gedreht. Und ihr wisst, Frederik Swane ganz vorne dabei mit 5 Siegen in Folge, 5 aus 5. Der musste aber gegen seinen Bruder spielen heute, Rasmus Swane. Und die haben ein relativ unspektakuläres Remis gemacht, wenig überraschend vielleicht. Also, beide sind vorne dabei, sehr, sehr gut im Rennen. Wir haben deswegen Zeit, auch mal auf einen weiteren deutschen Teilnehmer zu gucken. Deutsche Teilnehmerin, muss ich sagen. Fiona Sieber, die spielt auch mit, liegt mit 4 Punkten aus 5 Partien sehr gut im Rennen und hatte jetzt unseren chilenischen Freund Rodrigo Vázquez Schröder als Gegner. Und wie das ausgegangen ist, das seht ihr im Folgenden. Viel Spaß. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselice Gunnis YouTube-Kanal. Und ihr habt es gesehen, ich habe im Intro keine Brille aufgehabt, schnell nachgeholt. Warum nicht? Habe ich vergessen. So schaut's aus. Ist so eine Blaufilterbrille, wisst ihr? Und deswegen ermüden die Augen nicht so schnell. Okay, also, wie gesagt, Fiona Sieber, die hat ja neulich echt überzeugt. Die ist richtig gut in Form. Ganz starke Spielerin WIM, sie trägt den Titel also eines internationalen Meisters der Frauen und ja, die liegt gut im Rennen. Sie muss gegen Vázquez Schröder spielen, Rodrigo Vázquez Schröder. Und sie hatte die weißen Steine und warum nicht hier auf Sieg spielen? Ich meine, mit einem Sieg wäre sie ganz vorn dabei. Also das ist schon wirklich beeindruckend, muss man sagen. Und wir gucken uns die Partie gemeinsam an, schauen, wie es ausgegangen ist. Ich zeige euch am Schluss noch den Zwischenstand nach Runde 6. Und dann seid ihr auch schlauer, weil es sind dann nur noch 3 Runden zu spielen. Und dann zeigt sich auch schon, wer da vorne wahrscheinlich am Ende mitmischen wird. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts mehr oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende. An der Stelle möchte ich mich herzlich bedanken beim Frank, beim Martin und beim Nobby, beim Norbert. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Mich darüber sehr gefreut. So, liebe Leute, Schach gibt's und jetzt sehen wir ein E4. Okay, das ist nichts Besonderes, aber E6 schon. Also, naja, was heißt besonders? Es ist französisch, die französische Verteidigung. Man sieht die immer wieder, klar, aber man sieht die auf absolutem Spitzenlevel nur sehr, sehr selten, ja. Warum das so ist? Wahrscheinlich muss Schwarz mächtig um Ausgleich kämpfen und auf diesem 2700 plus Niveau, da kennen die sowieso jede Variante. Und durch die Akkuratesse, durch die absolute Genauigkeit, wie die spielen, hat es Schwarz schwer am Ende des Tages. Aber natürlich, hey, wir können natürlich Französisch hier spielen, ist ja überhaupt keine Frage, ja, auf unserem Niveau sowieso. D4 also, D5 und wir sehen die sogenannte Vorstoßvariante. In der französischen Verteidigung, wenn der Weiße hier E5 spielt. Er muss nicht E5 spielen übrigens, es gibt auch Springer C3, ja. Habe ich übrigens mal Videos zugemacht, eine Videoserie könnt ihr auf dem Kanal vielleicht mal suchen. Spielen gegen Französisch heißt die Serie. Und Schwarz spielt natürlich C5, das ist klar, dieser berühmt-berüchtigte Zug im Franzosen gegen das Feld D4 hier, gegen den Bauern. Der wird gedeckt mit C3, wir spielen Springer C6 und die Fiona entwickelt ihre Figuren. Springer F3, selbstverständlich, ganz normal. Läufer D7, da brauchen wir jetzt nicht viel drüber uns auslassen, weil das ist eine Standardstellung im Franzosen. Springer GE7, ja, König in Sicherheit, welche Überraschung. Einmal nehmen auf D4, einmal nehmen und der Springer hüpft nach F5. Das ist auch ganz klassisch. Hier steht der Springer sehr, sehr gut und da kann er auch erstmal nicht so wirklich, nicht so einfach vertrieben werden, ja? Weil solche Züge wie G4, nee, ne? Okay, also, deswegen entwickelt Weiß seine Figuren weiter, Springer C3, A6, um dem Springer das Feld B5 zu nehmen, ja? Auch für spätere Motive vielleicht ganz nützlich. Und die Fiona Sieber, die macht jetzt zum prophylaktischen Zug. Also man kann hier natürlich Läufer E3 spielen, ja, und sagen, ja, dein gut stehender Springer, ja, tausch mich doch. Dann würde man den F-Bauern nehmen und alles ist in Ordnung für Weiß, ja. Der Bauer ist nicht schlimm, der D4 ist nochmal unterstützt, die F-Linie ist offen, alles gut. Das will man natürlich nicht. Also Läufer E3, da würde wahrscheinlich Läufer E7 kommen und dann wird weitergespielt.
Eine andere Möglichkeit ist es hier, den König nach H1 zu stellen, Prophylaxezug, damit man später hier auf dieser Diagonalen nicht gestört wird von irgendeinem unangenehmen Zwischenschach. Ja? Das ist also ein prophylaktischer Zug. Und jetzt habe ich eben gerade ja so ein bisschen das anrüchig klingen lassen. Was ist denn eigentlich, wenn Weiß hier G4 zieht? Und ihr werdet lachen, diesen Zug gibt es tatsächlich. Also das wurde auch schon von guten Spielern gespielt. Aber auch hier, das ist super, super ambitioniert. G4, das ist kein Fehler, das möchte ich betonen. Ja, der Springer wird vertrieben. Ja, wohin? Der wird wahrscheinlich nach H4 gehen müssen. Und nach dem Tausch hier, Dame schlägt H4, würde Weiß F4 spielen. Und das ist dann also die Rechtfertigung, dass dann der weiße Plan so zu spielen. Allerdings muss Schwarz hier nicht in Panik verfallen. Alles in Ordnung, die Stellung ist völlig ausgeglichen, aber ganz schön scharf, ja. Also, das sind so verschiedene Optionen, die Weiß hat hier in der Stellung. Fiona hat sich erstmal für König H1 entschieden, was sicherlich auch ein guter Zug ist. So, Turm C8, klar, wo gehören die Türme hin? A auf die offenen Linien, völlig klar. Und A3, um auch dem Schwarzen das Feld B4 hier zu nehmen, macht Sinn. Dame B6, Der Druck gegen den D4 ist jetzt sehr, sehr hoch. Ja, es sind drei Figuren, die diesen Bauern angreifen. Und der ist nur zweimal verteidigt, wie ihr seht. Also er hängt. Entweder wir spielen Läufer E3, was für mich ein absolut sinnvoller Zug ist. Ich möchte euch noch ganz kurz vielleicht sagen, wenn ihr sagt, naja, aber nach Läufer E3, dann hängt doch der B2, ne? Nee, tut er nicht, weil das ist wieder der klassische Fall eines Poison Pawns, eines vergifteten Bauern, denn hier würde einfach Springer A4 folgen. Und jetzt, wo geht die Dame hin? Genau, gar nirgendwo. Also vorsichtig, vorsichtig, ja. Ein kleiner Sidestep mit dem Springer und plötzlich ist die Dame gefangen. Deswegen ist Läufer E3 hier an der Stelle absolut spielbar, guter Zug. Ein anderer Zug ist auch das sofortige Springer A4, das hat Fiona Sieber gespielt, ist ebenfalls ein guter Zug. Die Dame ist angegriffen und geht erstmal nach A7 zurück. Ja, die hält hier den Druck auf dem D4 aufrecht. Und da er jetzt wirklich hängt, müssen wir ihn decken. Läufer E3, klar. Und jetzt kommen wir in eine Partiephase, also ausgeglichene Stellung. Ihr wisst schon, dynamisches Gleichgewicht. Ja, wir kommen jetzt in eine Partiephase, die ist spannend, die ist wirklich spannend. Deswegen zeige ich euch die Partie auch. Denn Schwarz spielt erstmal B5 und nutzt das aus, dass der Springer auf A4 so ein bisschen exponiert am Rand rumsteht und greift den an mit einem raumgreifenden Tempozug mit Angriff auf den Springer. Ja gut, der hat nicht viele Möglichkeiten, der muss zurück nach C3 gehen und jetzt entwickelt Schwarz einfach seine Figuren weiter. Läufer E7, klar. Und diese Stellung, wie gesagt, Ausgleich, aber hier muss man sich jetzt entscheiden, ja. Was tut man jetzt? Wie geht das weiter mit Weiß? Also, der Druck auf dem D4, der ist erstmal abgefangen, ja, weil der Punkt hier ist dreimal verteidigt. Guckt mal, einmal, zweimal, dreimal. Kann man also nicht schlagen als Stelle von Schwarz. Aber was tut man? Vielleicht können wir ja unsere Idee, unser Motiv, was ich euch vorhin ja bewusst gezeigt habe, nochmal aufgreifen. Vielleicht können wir jetzt G4 spielen und diesen nervtötenden Springer vertreiben. Der kann jetzt nämlich wieder nach H4 gehen, aber das ist nicht so gut. Wenn er nach H4 geht, ja, dann wird er geschlagen, der Läufer muss schon zurücknehmen und jetzt G5 und jetzt muss man schon sich echt überlegen, ob man den Läufer nicht irgendwie verliert. Ja, das kann ganz schön schnell gehen, also keine Ahnung, Läufer D3, Dame G4 und zack, der Läufer ist weg. Ja, also das kann es nicht sein für Schwarz. Deswegen müsste Schwarz nach dem Zug G4 wahrscheinlich auf E3 nehmen. Ja, F schlägt E3 und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung für beide Seiten. Das ist ein Spiel auf drei Ergebnisse. Hier kann man überhaupt noch nicht sagen, was passieren wird. Ausgeglichen, aber spannende Stellung. Das ist ein guter Zug G4, ja? Oder auch H4. Ist auch eine Möglichkeit. Wobei das ist eher computeresk. Das lassen wir mal lieber weg. Und was Fiona Sieber gespielt hat, ist die nächste Möglichkeit, ja? Also Läufer D3 war sicherlich auch noch ein Kandidatenzug, mal drohen hier zu schlagen und so. Aber Fiona hat sich zu B4 durchgerungen. Das ist, also wahrscheinlich wollte sie das schwarze B4 nicht zulassen, ja. Aber zuerst mal wäre ja Weiß am Drücker, ne, mit G4. Da hängt der Springer und so. Schwarz hat überhaupt keine Zeit zu solchen Schabernackzügen hier. Aber B4 ist
Das ist grenzwertig. Warum ist das so? Weil erstens mal ist dieser Springer nicht gedeckt. Ihr seht, der Turm greift den Springer an. Gut, dazu müsste erst dieser schwarze Springer entfernt werden. Und das ist sehr, sehr, sehr optimistisch. Und dieser schwarze Springer kann entfernt werden. Er kann nämlich mit einem Schlagen auf B4 diesen Springer angreifen. Hat Fiona das übersehen? Die hat sie natürlich nicht übersehen, denn es gibt hier eine Parade-Riposte. Und zwar nach dem Nehmen auf B4 können wir natürlich nicht wieder nehmen, wie gesagt, der Springer, ja, sondern man kann ja auch B5 nehmen und sagen, wie du mir, so ich dir, ja. Du nimmst mein B4, okay, und ich nehme den B5, auch okay. Und da die Dame hängt, muss der Springer geschlagen werden. Oder muss er das? Ja, vielleicht kann man auch mit dem Läufer nehmen. So kam es denn auch. Läufer schlägt B5, Läufer schlägt B5 und. Nee, Verzeihung, Verzeihung. Läufer schlägt B5, kam in der Partie, so ist es. Und jetzt kann die gute Fiona hier natürlich nicht nehmen. Warum nicht? Weil dann nimmt Schwarz hier, das wollte ich euch zeigen, Variante A schlägt B4, aber die Dame geht nach B7. Und erstaunlicherweise findet die Maschine diese Stellung hier als klar besser für Schwarz. Also wirklich, das ist schon ein ziemlich großer Vorteil. 1,6, 1,7. Das ist ein bisschen erstaunlich. Weiß hat die A-Linie, naja, Schwarz hat die C-Linie. Wo ist hier der Vorteil? Der Punkt ist C4. Liebe Schachfreunde, C4 ist der Punkt, denn hier kann ein Turm auftauchen und diesen Bauern angreifen und Druck auf den D4 machen und so weiter. Und das ist verdammt unangenehm, ja? Also, das ist eine gute Stellung für Schwarz. Wie gesagt, Läufer schlägt B5 kam, Läufer schlägt, Entschuldigung, und deswegen hat Fiona nicht auf B5 genommen, sondern jetzt auf B4 genommen. Das war also die ganze Idee. War diese Abwicklung mit B4 und diesem Schlagen, Schlagen, ihr wisst schon, war das jetzt gut für Weiß oder was ist denn das für eine Stellung hier? Es ist nicht so gut für Weiß, ja. Der Punkt ist, dass jetzt, okay, Läufer schlägt B5 droht, ja. Aber Schwarz kann einfach die Dame wegziehen. Schwarz geht einfach, macht einen Sidestep und sagt zu Weiß, so schlag halt. Ja, wenn du hier schlägst, schlage ich mit dem Bauern wieder und haben wir dasselbe Problem wie der Variante eben. Das Loch auf C4. Da kommt Turm C4, König D7 oder Rochade, Turmverdopplung und das wird echt unangenehm. Also, was heißt das für im Umkehrschluss? Weiß sollte kleine Brötchen backen. Die Fiona müsste kleine Brötchen backen, vielleicht hier doch rausnehmen und dann passiv Läufer D2 spielen, vielleicht auch gleich Läufer D2 spielen, diesen Bauern decken, weil der hängt ja noch, wie ihr seht, der hängt auch noch. Also auf Verteidigungsmodus umschalten. Aber Fiona greift jetzt tatsächlich unsere Idee, unser Motiv auf, was wir schon zweimal in der Partie gesehen haben. Sie spielt nämlich jetzt G4 und sagt, okay. Jetzt greife ich den Springer an. Was machst du? Du tauschst die raus. Klar, das ist jetzt wenig überraschend. Wie schlägt die 3? Und jetzt hängt halt der B4. Und deswegen ist diese Abfolge von Zügen, die Fiona gewählt hat mit G4 und vor allen Dingen diesem B4, nicht so gut. Ja? Weil jetzt steht Schwarz besser. Das ist ja unschwer zu erkennen. Ich meine, Schwarz hat jetzt einen Mehrbauern hier, der ist ein Entfernter. Und jetzt muss Weiß echt kämpfen, ja. Diese Stellung ist klar besser. Vielleicht hat sich Fiona auch auf Springer G5 verlassen. Das hat sie auch gespielt, denn hier hängt F7, ja. Und man kann nicht wirklich rochieren, weil wenn man jetzt rochierte, jetzt passt mal auf, Leute, wenn man jetzt rochierte, gibt es diesen, ich müsste mir einen Schluck Tee nehmen. Aber ich habe keinen Tee. Egal. Hier gibt es diesen bösen, bösen, überraschenden Zug Dame B1 mit einer Mattdrohung auf H7 und Angriff auf die Figur und Weiß gewinnt. Das war also die Idee von der Fiona. Okay, hier hängt's. Weiß-Schwarz kann nicht rochieren wegen Dame B1. Naja, jetzt ist guter Rat teuer, oder? Hat sie vielleicht doch recht gehabt mit ihrem Manöver hier, B4 und G4? Leider nicht, weil. Rodrigo, wer ist der Rodrigo Vasquez Schröder? Der spielt einfach Turm C7. Und sagt, okay, ich decke den Punkt F7, was willst du von mir? Ja, und das ist ein guter Zug. Das muss man neidlos anerkennen. Dieser Zug deckt alles und der schwarze König bleibt erstmal da, wo er ist und will gar nicht rochieren. Kann er auch gar nicht. Wisst ihr warum?
Deswegen Fiona Turm C1. Ah, das ist auch wieder Turm C1. Ja, jetzt geht hier das Zwischenschlagen natürlich. Und Fiona tauscht auf B5 ab. Okay, Dame schlägt B5 und Dame schlägt C1. Jetzt kann der schwarze König nach 23 Zügen endlich in Sicherheit rochieren. Was haben wir für eine Stellung? Naja, Schwarz hat weiterhin diesen Mehrbauern, ja, und der ist halt echt verdammt unangenehm. Ja, dieser Bauer, der rennt nämlich einfach mal los. Push him, babyartig. Und vorher kann man noch die Stellung etwas konsolidieren. Also, Fiona versucht jetzt Dame B1, ne? Achtung, Achtung. Aber Schwarz spielt einfach G6. Es droht gar nichts, ja. Turm F2, mit der Idee hier vielleicht den Turm nach B2 zu stellen. Aber jetzt. Die schwarze Dame dringt hier ein, Dame C4 ist sehr, sehr stark. Fiona versucht hier einen Angriff zu entfesseln, ja, am Königsflügel. Wird das noch was? Wahrscheinlich nicht. Ja, das Material ist schon ganz schön reduziert und da jetzt einen Mattangriff rauszuzaubern, drücken wir ihm mal die Daumen. Aber der Vasquez Schröder ist stark. Er spielt Läufer E7, ja, und sagt, pff, vielleicht tausche ich dich hier auch noch raus. Ich tausche alles ab und setze auch meinen Freibauern am Ende, ja. Und das ist auch nicht so doof. Ja, ist nicht so dumm, muss man sagen. Jetzt push him, Baby. Jetzt geht's los. A5. Was macht man dagegen? Fiona versucht aktiv zu spielen. Dame B7 greift diesen Läufer an. Okay. Aber hier ist die Stellung tatsächlich glatt verloren, ja. Also auch ohne Dame B7, wenn ich das euch nochmal sagen darf, also Computer empfiehlt Springer F3, ja. Findet aber auch nichts wirklich, was er sagt, Schwarz gewinnt hier. Dann kommt A4, A3. Dieser Bauer ist brutal. Man kann den, wenn der nicht da wäre, wäre alles gut. Aber er ist nun mal da, ja. Ja, der Vasquez Schröder tauscht hier raus, wie angesprochen, vereinfacht weiter. Dame D3 greift diesen Bauern an. Der wird gedeckt. Das ist natürlich auch. Ihr seht selber, schaut mal, Leute, dieser Turm ist super passiv, ja. Und siehst du, unser Freibauer läuft. Das ist nicht mehr zu halten, ja. Und das ist auch nicht so schwer zu erkennen, dass das für Schwarz glatt gewonnen ist. Ja, der Bauer steht inzwischen schon auf A3. Ja, der König geht nach G3, Dame C3. Das ist jetzt ein Spiel auf ein Tor. Das muss man klar sagen. Und hier gibt's nichts zu retten. König geht wieder nach G3. Jetzt kommt schon A2. Also ihr seht, wie schnell das geht. Der Push'n Baby Bauer ist bald durch hier, ja. Fiona versucht ihn zu stoppen. Turm F1, aber naja, ne, jetzt hängt halt der E3 auch noch. Und guck mal, das ist so unglücklich. Der schwarze Turm muss noch nicht mal mitspielen. Gut, der kann auch gar nicht mitspielen, weil sonst hängt F7, klar, ja. Aber ja, König H4, Dame E2 greift den Turm an, der geht nach H1, wir geben den Schach auf F2, der König läuft nach H3. Und jetzt geht Turm C8, weil jetzt ist kein Druck mehr auf F7 da, ja? Turm C8 und Dame A3 und Dame D2 und nach dem Zug König H4 nebst Turm C3 hat Fiona Sieber dann leider die Partie aufgeben müssen, weil hier ist jetzt die Deckung unterbrochen. Jetzt folgt dann Dame F2. Der König muss, ist matt, das ist sogar matt schon, ja. Okay, also da ist nichts mehr zu retten, das erkennen wir alle. Es ist sehr, sehr schade, wie ich finde, weil in der Stellung hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Aber B4 war überambitioniert. Diese Schwäche auf C4, die entsteht, dieser ungedeckte Springer, man muss sich auf diese Taktiken einlassen. Hier, ihr wisst schon, da nehmen und so. Das war gar nicht notwendig. Aber schade für die gute Fiona Sieber. Man hätte hier vielleicht doch zu G4 greifen sollen, ja? Also im Grunde war ihre Idee eine gute, aber zum falschen Zeitpunkt ausgeführt. Aber es ist nicht so schlimm. Gegen so einen starken Großmeister kann man auch mal eine Partie verlieren. Die Fiona liegt ja trotzdem weiter in gutem Rennen. 4 Punkte aus 6 Runden, da kann man mal überhaupt nicht meckern. Und ja, ich habe es schon gesagt, Frederik Swane mit Schwarz gegen seinen Bruder Rasmus Swane, die haben schnelles Remis gemacht. Ich zeige euch mal den Zwischenstand hier nach 6 von 9 Runden. Der Frederik führt das Feld an mit 5 mal Punkten. Ihr seht das ja auf Rang 1 wegen der besseren Wertung. Huch, was haben wir jetzt gemacht? Ups. 5 mal punktgleich mit dem Evgeni Romanov aus Norwegen und der hat auch 5 mal Punkte.
Die werden wahrscheinlich morgen gegeneinander spielen, ja. Da kann man schwer davon ausgehen. Auch der Rasmus liegt super im Rennen mit 5 Punkten. Ihr seht, eine ganze Reihe an Spielern hat 5 Punkte. Und die Fiona Sieber sehen wir hier unten auf Platz 31. Schaut mal hin. Mit 4 Punkten, alles wunderbar. Das ist eine gute Leistung für die Fiona Sieber gegen diese starken Großmeister hier mit 2,5, 2,6 teilweise. Also, da ist noch was drin. Fiona, weiter so. Ich gucke gespannt hin und die spielt ja auch super. Aber heute hat sie sie ein bisschen, hat nicht so gegriffen. Naja, was soll's. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der Partie. Man muss auch mal eine Niederlage verkraften, ne? Wir gucken also ein bisschen durch die deutsche Brille, ist ja klar. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat Spaß gemacht. Und wenn ja, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts mehr. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.